Ein herzliches Willkommen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zur heutigen Master-Orientierungsphase. Mein Name ist Birgit Weilenhammer und ich bin für die Studienberatung im Master Betriebswirtschaftslehre verantwortlich. Nach meinem Studium hier an der Uni Augsburg und meinem Auslandsstudium an der University of Cincinnati habe ich 2005 die Studienberatung übernommen und mache das mit großer Leidenschaft. Mein Ziel heute ist es, Ihnen die wichtigsten Informationen zu liefern, damit Sie erfolgreich in Ihr Studium starten und die Weichen für ein erfolgreiches Berufsleben stellen können. Was erwartet Sie heute? Kurzer Überblick, ich werde Ihnen kurz ein paar Fakten zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erläutern, Ihnen die Studiengänge und deren Aufbau vorstellen, Tipps zur Studienplanung geben, Prüfungen, alles rund um die Prüfungen erläutern und sonst weitere wichtige Infos bereitstellen. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg ist eine der größeren Fakultäten hier am Campus. Es gibt mittlerweile 8 Fakultäten. Seit neuestem haben wir auch eine medizinische Fakultät. Was zeichnet uns aus? Wir haben hier in Augsburg einen wunderschönen Campus. Viel Grün, viel Freiheit. Sie finden alle wichtigen Gegebenheiten hier vor Ort. Sie haben hier die Bibliothek, ein tolles Sportzentrum, die Mensa. Und vermutlich werden Sie das in nächster Zeit auch alles kennenlernen, wenn hier auch wieder mehr in Präsenz stattfinden wird. Wir haben hier eine familiäre Atmosphäre. Es ist nicht anonym, wie es vielleicht in großen Unis wie an der LMU ist. Sie können bei uns an der Fakultät durch die Räume gehen und der ein oder andere Mitarbeiter ist auch jetzt schon wieder da. Und wenn es irgendwie geht, können Sie auch einfach Fragen stellen. Wir haben eine super Ausstattung, die wird immer auch in Rankings hervorgehoben und mit Bestnoten ausgezeichnet. Unsere ZIP-Pools, also unsere Computerarbeitsräume, werden jedes Semester mit der aktuellsten Software ausgestattet. Neueste Office-Produkte, Sie haben hier SAP vor Ort. Also da sind Sie wirklich bestens versorgt. Und auch die Bibliothek wird ständig aktualisiert. Was bieten wir noch? Wir sind auf unser Lern- und Servicezentrum sehr stolz, das unsere Studierenden optimal auf ihr Arbeitsleben vorbereitet. Wir bieten eine SAP-Ausbildung, die ansonsten kostenpflichtig wäre. Sie kriegen das einfach während Ihres Studiums mit, weil wir der Meinung sind, das ist wichtig, damit Sie erfolgreich starten können. Und auch Tutorien unterstützen Sie im Laufe Ihres Studiums. Was haben wir Besonderes in Augsburg hier bei uns an der WIWI? Das CIR, das Center for International Relations, ist die Anlaufstelle für unsere Studierenden, die ins Ausland gehen wollen. Sie haben Ansprechpartner zu den verschiedenen Programmen. Das Thema Anrechnung ist optimal organisiert und Sie gehen ins Ausland und wissen bereits, was Ihnen angerechnet werden kann. Unser englischsprachiges Lehrangebot wird immer größer und für all diejenigen, die auch später nach ihrem Studium eine Karriere im Ausland anstreben, sind Sie bestens vorbereitet. Und wir brauchen uns nicht verstecken. Die WIWI-Fakultät und gerade unser Masterstudium erhält immer Guestnoten oder sehr gute Noten in den letzten CHE-Rankings, wenn Sie sich das mal gerne anschauen möchten. Unsere Fakultät gliedert sich inhaltlich in 4 Cluster. Diese Cluster nennen sich Business Analytics and Operations, Finance, Accounting, Controlling and Taxation, Strategy, Marketing and Management in der Betriebswirtschaftslehre. Und für all diejenigen, die den Master Economics and Public Policy studieren, ist der Cluster Economics relevant. Das Cluster ist der Verbund aller Professoren, die dann ihre Forschung dort bündeln. Und in der Lehre zeigt sich das dann in ihrem Major oder Minor, den sie später wählen. Also Cluster sind quasi der Verbund der Professoren und Major ist dann die Lehre, die diese Professoren anbieten. Was tut sich bei uns an der Fakultät? Man bekommt leider nicht so viel mit. Klar, sie sind leider alle zu Hause, aber es ist viel in Bewegung. Aktuell werden 3 Lehrstühle ausgeschrieben. Wir bekommen Zuwachs. 3 Professorinnen und Professoren werden zu uns stoßen. Und es wird einen neuen Lehrstuhl bzw. die Nachfolge von Professor Buhl im Cluster Fact steht an. Da wird es auch einen Wechsel geben.
Diese Professoren bringen natürlich neuen Input, neuen Schwung bei uns an die Fakultät und unser Lehrangebot wird weiter wachsen und attraktiv. Und dadurch natürlich auch verstärkt an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Was läuft gerade momentan? Das Thema Klimaresilienz werden diese Professoren abdecken. Wir werden sie da vorbereiten auf dieses Thema. Es gibt Sustainable Finance, was unser Herr Professor Wilkens macht. Das wird auch verstärkt durch einen Professor oder eine Professorin, die im Bereich Climate Finance auch forschen wird. Also Sie sehen, wir sind hier am Zahn der Zeit und auch die WIF-Fakultät macht weiter und forscht zu aktuellen Fragestellungen. Nun zum Aufbau der Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Economics and Public Policy. Beide Studiengänge sind grundsätzlich gleich aufgebaut, drum erkläre ich das einmal, weil es ja für beide Studiengänge gilt. Sie haben eine Regelstudienzeit von 4 Semestern. Das heißt, die Studienzeit, die in der Prüfungsordnung vorgegeben ist, in der man sein Studium absolvieren kann, ohne sich ein Bein auszureißen und auch alles Wichtige abzudecken. Maximal haben Sie aber 6 Semester Zeit. Das heißt, Sie haben nochmal on top 2 Semester, die Ihnen Puffer geben, um das Studium zu entzerren oder auch anders zu gestalten, wie es Ihren Anforderungen entspricht. Unser Masterstudium ist auf aktuelle Fragestellungen ausgerichtet. Das sieht man in den Major, die Sie dann später wählen. Und innerhalb der Major gibt es auch nochmal einzelne Tracks oder Vertiefungen, die genau auf diese neuen Fragestellungen, die in der Wirtschaft auftauchen, Sie vorbereitet. Sie haben unheimlich viele Wahlmöglichkeiten. Das gilt sowohl für BWL als auch für Economics and Public Policy. Das wird eine große Herausforderung für Sie, sich da das individuelle, persönliche Paket zusammenzustellen, weil Sie eben so viele Wahlmöglichkeiten haben. Am Ende Ihres Studiums, wenn Sie alle 120 Leistungspunkte erworben haben, erhalten Sie einen Master of Science. Sie haben die Möglichkeit, direkt ins Berufsleben einzusteigen und durchzustarten oder Sie setzen noch eine Promotion drauf, bei uns hier in Augsburg oder auch an einer anderen Universität. Das Masterstudium ist im Prinzip in 4 Modulgruppen aufgeteilt, also 3 Modulgruppen und die Masterarbeit. Sie haben die fortgeschrittenen Methoden. Das ist die einzige Modulgruppe, in der Sie Pflichtveranstaltungen haben. Dann müssen Sie 3 Module absolvieren, 6 Leistungspunkte. Das heißt, Sie haben hier 18 Leistungspunkte oder ECTS-Punkte. Je nachdem können Sie beides äquivalent verwenden, wenn Sie diese 3 Prüfungen bestanden haben. Dann wählt jeder Studierende einen Major. Dieser Major umfasst 42 ECTS-Punkte. Hier haben Sie keine Pflichtveranstaltungen, Sie haben nur Wahlpflichtmodule, so heißt es. Also Sie haben die Pflicht, 42 Leistungspunkte zu erwerben, aber es gibt keine Pflicht, dass Sie bestimmte Module belegen müssen. Das heißt, minimal müssen Sie 7 Module belegen, weil ja die meisten Module 6 Credits geben. Es gibt auch die ein oder andere Veranstaltung mit 3 Leistungspunkte oder Sie gehen ins Ausland, dann ändern sich eben die Anzahl der Module. Je nachdem, am Ende müssen es mindestens 42 sein. Sie haben große Wahlmöglichkeiten, aber das sehen Sie später dann noch vertieft. Neben dem Major wählen Sie auch einen Minor. Bei der Wahl des Minors können Sie aus einer großen Anzahl auswählen. Sie haben im BWL 5 Minor. Zum einen sind es die gleichen wie Ihr Major oder Sie haben noch zusätzlich den Minor Economics oder den Minor General Management and Economics. In Summe 30 Leistungspunkte, dann kommt eine Masterarbeit, die Sie über ein ganzes Semester schreiben, für die Sie, wenn sie bestanden ist, ebenfalls 30 Leistungspunkte erhalten. Summa summarum macht es 120 ECTS-Punkte und Sie haben dann Ihren Master. Im Detail im Master Economics sieht das für Sie so aus. Sie haben die 3 fortgeschrittenen Methoden, die Sie verpflichtend
absolvieren müssen, die hier aufgelistet sind. Dann wählen Sie einen Major, in Ihrem Fall ist es der Major Economics. Innerhalb Ihres Major Economics können Sie sich auf verschiedene Tracks weiter spezialisieren, je nachdem, wie Sie möchten. Hier wird Ihnen Herr Professor Noschela auch nochmal einige Einblicke geben. Beim Wahl des Minors haben Sie Master Economics and Public Policy 4 Möglichkeiten. Sie können aus dem entweder den Minor Fact belegen, den Minor Business Analytics and Operations oder Sie wählen den Minor Strategy Marketing and Management. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie den Minor General Management and Economics wählen, in dem alle Module enthalten sind in diesem Minor. Sind alle Module enthalten, die wir in Ihrem Studiengang anbieten. Also das ist ein riesengroßes Angebot. Hier parallel dazu der Master Betriebswirtschaftslehre. Auch Sie müssen die fortgeschrittenen Methoden absolvieren. Da sind die Pflichtmodule etwas anders. Beide Studiengänge haben die Ökonometrie als Pflichtmodul und die BWLer dann noch Business Economics und Entscheidungstheorie. Beim Major haben Sie die Wahl zwischen Fact, SMM und Business Analytics and Operation. Sie wählen hier einen Major. Beim Minor ist es so, Sie können nicht den gleichen Minor wählen wie Ihr Major. Diese müssen sich unterscheiden, aber Sie können natürlich, wenn Sie sich auf einen Bereich spezialisieren wollen, dann den Minor General Management and Economics belegen und dort zusätzliche Module aus Ihrem Major belegen quasi, die Sie noch nicht im Major belegt haben. Also für all diejenigen, die zum Beispiel einen Major Fact wählen, können dann in meiner General Management and Economics zusätzliche Finanzmodule belegen, um hier sich noch stärker zu profilieren. Es gibt grundsätzlich die Entscheidungen, die sich treffen müssen, wenn Sie Ihr Studium planen, möchten Sie sich als Spezialist oder Spezialistin aufstellen und nur in einem Bereich sich vertiefen oder wollen Sie ein Generalist sein und sich breit aufstellen und für viele Berufsfelder öffnen. Also das ist Ihre Entscheidungsmöglichkeit und das kann sich natürlich auch im Laufe Ihres Studiums nochmal ändern. Aber grundsätzlich ist es schon hilfreich, wenn Sie sich bereits zu Beginn Ihres Studiums hier Gedanken machen, wo Ihr Weg hingehen soll. Also zum Beispiel können Sie einen Major Fact wählen und dann den Minor General Management and Economics, wie bereits angesprochen. Auch eine tolle Kombi ist Major Fact and Minor Economics, um hier nochmal im Bereich Volkswirtschaftslehre das Aufgabenfeld zu erweitern. Was ich immer wieder gefragt werde, wie wähle ich denn meine Major und meine Minor? Das erfolgt indirekt, indem Sie sich dann für Ihre Prüfungen über Studis anmelden. Vorher müssen Sie nichts machen, quasi erst dann, wenn die Prüfungsanmeldung startet, müssen Sie Ihren Major bzw. Ihren Minor wählen. Was mache ich, wenn ich meinen Major bzw. Minor wechseln möchte? Das ist möglich. Dafür müssen Sie dann einen Umbuchungsantrag stellen ans Prüfungsamt. Aber das kann man auch am Ende seines Studiums machen. Also Sie müssen keine Angst haben, wenn Sie sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich meinen Major falsch gewählt und jetzt bin ich festgefahren und ja, ich bin ganz unglücklich. Kein Problem, einfach einen Antrag stellen beim Prüfungsamt. Also hier in Augsburg, das muss man auch mal noch hervorheben, es ist wirklich sehr einfach zu studieren. Man kann quasi viele Möglichkeiten einschlagen und auch wenn es nochmal Änderungen gibt, ist es auch vielfach möglich. Nun zum nächsten Punkt, die Studienplanung. Ein paar Tipps von meiner Seite, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten. Die ein oder andere kennen Sie vielleicht, aber ich möchte sie trotzdem gerne mal zusammenfassen, um Ihnen hier den Einstieg in Ihr Masterstudium zu erleichtern. Erstellen Sie sich einen Studienplan, am besten über die gesamte Studiendauer, die Sie anstreben. Wenn jemand sagt, ich mache es ein bisschen entspannter, ich mache es über 5 Semester, planen Sie das, das ist kein Problem, die Prüfungsordnung ermöglicht Ihnen das und versuchen Sie schon gezielt sich überlegen, was Sie dann belegen möchten.
Wollen Sie sich als Spezialist aufstellen oder Spezialistin oder sehen Sie sich eher als Generalist oder Generalistin? Das hat natürlich Auswirkungen auf Ihre Studienplanung und sollten Sie gleich eigentlich zu Beginn Ihres Studiums schon mal grundsätzlich durchdenken. Sie haben Wahlfreiheit, wann Sie welche Module belegen. Es empfiehlt sich immer, einen Blick ins Modulhandbuch zu werfen. Da gibt es auch nochmal Empfehlungen, was man vorher belegen sollte, vor dem einen Modul oder einfach, welche Kenntnisse werden gefordert. Meine Empfehlung ist auch, bereits zu Beginn Ihres Studiums mit den Methoden zu starten. Die werden auch bei vielen Veranstaltungen dann gefordert, diese Kenntnisse aus der Modulgruppe fortgeschrittene Methoden. Und es ist natürlich auch eine Pflichtveranstaltung, da haben Sie dann gleich mal was geschafft, ein Batzen Unangenehmes weg und dann macht es vielleicht noch mehr Freude, hier im Master zu studieren. Berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Module auch die Anforderungen der Lehrstühle, insbesondere für Seminararbeiten oder dann auch schon in Richtung Masterarbeit. Es kann manchmal passieren, dass da die Vorschriften oder die Anforderungen der Lehrstühle sehr spezifisch sind und Sie dann wirklich bereits von Anfang an planen müssen, welche Module Sie wann belegen, um dann nicht später ein Semester zu verlieren oder die Anforderungen nicht zu erfüllen Ihres Wunschlehrstuhls. Also hier bitte einfach schon wirklich so weit planen und sich überlegen, falls Sie das schon absehen können, welcher Lehrstuhl für Sie interessant wäre, um dort die Masterarbeit zu schreiben. Machen Sie sich Gedanken, wollen Sie ein Praktikum machen, wann wäre es ein guter Zeitpunkt, wollen Sie ins Ausland gehen, da muss man auch Vorlauf einplanen, das dauert mindestens ein Jahr, wenn man das wirklich anstrebt, bis man das dann auch umsetzen kann, bis man dann geht. Also auch hier das in Ihre Planung mit aufnehmen. So, Punkt 2, was sollten Sie als nächstes machen? Werfen Sie einen Blick in die Modulhandbücher, um sich einen Überblick über unser riesiges Lehrangebot zu verschaffen. Am besten nehmen Sie das Modulhandbuch aus dem Wintersemester und aus dem Sommersemester. Wir erstellen die jedes Semester aktuell und so haben Sie einen Überblick über nahezu das komplette Lehrangebot. Warum nahezu? Es kommen natürlich, wie Sie schon gehört haben, neue Lehrstühle, die bieten neue Sachen an oder es gibt eine Gastprofessorin, die aktuell jetzt im Wintersemester was anbietet. Also hier gibt es natürlich auch immer wieder aktuelle Veränderungen, aber das grundsätzliche Lehrangebot besteht natürlich. Das Modulhandbuch ist in meinen Augen gerade für Sie als Masterstudent oder Masterstudentin sehr wichtig. Es enthält alle wichtigen Infos zur Lehre und zur Prüfung und gibt für Sie Rechtsverbindlichkeit. Darum gehe ich jetzt hier mal drauf ein, um Sie da auch mal ein bisschen ranzuführen, wie das Modulhandbuch aussieht. Wir machen das, wie gesagt, jedes Semester neu. Sie sehen, es gibt eine neue PO, jetzt gerade zum Wintersemester, also immer PO 2021 auswählen, wenn Sie ein Modulhandbuch öffnen. Das ist Ihr Lehrangebot für Ihre Prüfungsordnung. Sie sehen auf dieser Folie, dass ich ein paar Kreise gemacht habe. Das sollen Sterne darstellen. Hinter diesen Modulen, zum Beispiel dem Modul Ökonometrie, ist ein Stern. Das kennzeichnet ein Modul, für dieses Semester gibt es auch hierzu eine Lehrveranstaltung. Module wie zum Beispiel Business Economics, die keinen Stern haben, werden geprüft. Das heißt, am Ende des Semesters können Sie eine Prüfung absolvieren. Aber es gibt jetzt im aktuellen Wintersemester für dieses Modul keine Lehrveranstaltung. Heißt keine Vorlesung und auch keine Übung. Das Modulhandbuch ist so aufgebaut, dass Sie ein Inhaltsverzeichnis haben, das nach Modulgruppen sortiert ist und Ihnen da auch einen guten Überblick gibt. Was steht noch drin? Sie sehen im Modulhandbuch, wie viele Leistungspunkte Sie bekommen, wenn Sie das Modul erfolgreich bestanden haben. Sie sehen die Modulverantwortlichen. Für die Ökonometrie ist das der Herr Professor Ogren. Das heißt, wenn Sie mehr Infos brauchen, einfach auf die Webseite des Lehrstuhls surfen. Dann gibt es Infos Angebotshäufigkeit. Hier in dem Fall ist es jedes Wintersemester. Das heißt,
Hier finden Sie jetzt im Wintersemester eine Vorlesung in Ihrem Modulhandbuch und dann auch in DigiCampus. Für dieses Modul sind 4 SWS vorgesehen, das heißt Semesterwochenstunden. Üblicherweise sind es entweder 2 Semesterwochenstunden, also 90 Minuten Vorlesung und 2 SWS Übung, oder es gibt Seminare, die komplett 4 Semesterwochenstunden veranschlagen. Sie sehen auch beim Arbeitsaufwand ist es nochmal hinterlegt, also der Arbeitsaufwand zeigt Ihnen, wie viel Zeit Sie in welche Arbeiten aufwenden müssen, um sich da hier ein Bild zu machen und damit sich auch gut planen können. 4 SWS bedeutet, dass Sie 42 Stunden reine Präsenzzeit haben für Vorlesung und Übung. Und der Rest ist dann eben Vorbereitung, Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung. Und am Schluss müssen Sie 180 Stunden am besten aufwenden, damit Sie gut vorbereitet Ihr Modul schreiben und bestehen können. Unsere Module dauern immer ein Semester, das heißt, nach dem aktuellen Semester schreiben Sie die Prüfung und damit sind Sie mit dem Modul fertig. Bei Ökonometrie ist es so, Sie haben eine schriftliche Prüfung, das heißt, es wird eine Klausur stattfinden. Sie sehen empfohlenes Semester 1, wie gesagt, die Methoden sollten Sie gleich am Anfang machen, damit Sie hier eine gute Grundlage schaffen. Dann finden Sie im Modulhandbuch auch Informationen zu den aktuellen Vorlesungen im Semester und Übungen. Bei dem Modul Ökonometrie gibt es eine Vorlesung und eine Übung. Zugeordnete Lehrveranstaltung, diese Info kommt aus DigiCampus. Da gibt es nochmal Informationen zum Inhalt der Veranstaltung, was Sie dort erwartet, um mal einen Einblick zu bekommen. Gerade wenn man jetzt vielleicht sich nicht sicher ist, sagt einem die Veranstaltung zu, kann man sich mal den Inhalt durchlesen, um da ein bisschen Klarheit zu bekommen. Der letzte Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist die Prüfung. Prüfungsdauer im Master bei Klausuren sind immer 60 Minuten. Und dann sehen Sie bei Beschreibung jedes Semester. Das heißt für Sie, bei dem Modul Ökonometrie gibt es jedes Semester eine Prüfung. Punkt 3. Verschaffen Sie sich über das Modulverzeichnis in DigiCampus einen Überblick über das Lehrangebot im aktuellen Semester. Sie sehen ganz schnell, wenn Sie das Modulverzeichnis in DigiCampus aufrufen, es gibt Veranstaltungen, die sind schwarz, das heißt, gibt es nur eine Prüfung, oder eben blau, diese Veranstaltung Entscheidungstheorie bietet jetzt im Wintersemester eine Lehrveranstaltung an. Sie können dieses Modul danach anklicken und werden dann weitergeleitet zu den Lehrveranstaltungen. DigiCampus nimmt quasi die Struktur, die im Modulhandbuch hinterlegt ist, die rechtsverbindlich ist, auf und zeigt Ihnen dann die aktuellen Veranstaltungen im Semester. Jetzt sind wir vom Groben, also Ihrer allgemeinen Studienplanung, Generalist, Spezialist, Übersicht, was gibt es alles an Lehrveranstaltungen, kommen wir zum 4. Punkt, der Semesterplanung. Also Sie gehen jetzt ins Detail, wie plane ich jetzt am besten mein Wintersemester? Wir erstellen für Sie jedes Semester einen Stundenplan. Den finden Sie bei uns auf der WIFI-Fakultäts-Homepage. Momentan gibt es auch immer wieder noch Änderungen. Sie kennen die Corona-Situation. Auch bitte hier regelmäßig auf unsere Homepage surfen. Vielleicht gibt es nochmal die ein oder andere Änderung. Bitte hier am Ball bleiben und bei uns auf die Homepage surfen. Unser Stundenplan ist so angelegt, dass Sie dort immer die Veranstaltungen finden, die regelmäßig stattfinden. Das heißt, Stundenplan ist die Vorlesung drin, die jede Woche stattfindet. Veranstaltungen, die nur einmalig stattfinden, Blockveranstaltungen, die werden nicht im Stundenplan aufgenommen. Die finden Sie im Modulhandbuch und in DigiCampus, aber nicht im Stundenplan. Gibt es zu einer Vorlesung mehrere Übungen, müssen Sie natürlich nicht alle Übungen besuchen. Sie suchen sich eine Übung aus und besuchen die am besten das ganze Semester. Wie wird nun das Wintersemester 21/22 ablaufen? Herr Siebler
hat uns angekündigt, es wird ein Übergangssemester sein, hoffentlich das letzte, um dann sie wieder hier an die Uni zu holen. Das heißt, wir planen mit mehr Präsenzlehre und es wird auch weiterhin Online-Lehre geben. Das heißt, Sie müssen hier einfach immer up to date bleiben und auf unsere Homepage gucken. Unser Studium ist so angelegt, dass auch jeder, der jetzt nicht nach Augsburg kommt, online zu Hause studieren kann und nichts verpassen wird. Wir haben Präsenzlehre, wir haben Online-Lehre. Bitte auch gucken Sie, wie diese Anmeldeverfahren laufen werden. Es wird durchaus unterschiedlich sein. Vielleicht macht es der eine Professor so und der andere so. Also hier kann man keine Generalaussage machen. Informieren Sie sich, das ist die einzige Info, die ich Ihnen geben kann, damit Sie hier nichts verpassen. Vivi Homepage ist das zentrale Medium, damit Sie nicht mit E-Mails zugemüllt werden, einfach auf unsere Homepage surfen. Was kann ich Ihnen noch mitgeben? Wir haben nun einige Semester digitale Lehre hinter uns, auch wenn wir hoffentlich jetzt hier mehr Präsenz im Wintersemester machen können, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Aber das, was wir bisher geliefert haben, ist sehr gut, haben unsere Studierenden auch so beurteilt. Wir haben im Sommersemester 2020 ein Master-Ranking erhoben von der CHE und die Studierenden waren sehr zufrieden mit unserer Lehre. Die Betreuung war gut, unser Krisenmanagement war gut, wir haben sie gut informiert. Das heißt, sie können ganz beruhigt studieren. Wir werden es auch jetzt im Wintersemester wieder gut organisieren und bleiben Sie am Ball und bleiben Sie up to date. Die WIE-Fakultät ist da in puncto Prüfungsplanung sehr gut organisiert. Da beneiden uns auch Studierende anderer Fakultäten, weil sie wirklich auch, wenn alles normal läuft, schon im Voraus wissen, wann ihre Klausur stattfindet und dann dahingehend planen können, wann sie ihr Praktikum beginnen oder wann sie einfach ihren Urlaub starten. Also das ist wirklich ein super Benefit, den wir hier für Sie bereit haben. Und bei anderen Unis kann es wirklich einfach mal ad hoc sein. Sie kommen im Januar, Februar Ihren Klausurenplan und das ist dann. Und dann müssen Sie einfach gucken, ob Sie klarkommen damit. Nun eine kurze Zusammenfassung zum Thema Studienplanung. Die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Überlegen Sie sich, wie Sie sich ausrichten wollen. Welchen Major und Minor wählen Sie? Oder wollen Sie sich erstmal noch alles offen halten? Sie haben alle Möglichkeiten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über das gesamte Lehrangebot und gucken Sie sich unsere Modulhandbücher an. Es gibt Ihnen einen Überblick, was angeboten wird und auch Inhalte sind schon enthalten, sodass Sie schon auch die Richtung festlegen können. Machen Sie Ihre Studienplanung auch dahingehend, dass Sie in Ihr Studium Praktikas einplanen und Ihren Auslandsaufenthalt. Machen Sie Ihre Semesterplanung mit DigiCampus, das Ihnen da einen guten Überblick gibt, was im aktuellen Semester an Lehrveranstaltungen angeboten wird und gucken Sie auch parallel in unsere Stundenplanung, die wir für Sie jedes Semester aktualisieren. Das sind die wichtigsten Punkte und nicht vergessen, gucken Sie auch in unseren Prüfungsplan, der Ihnen da langfristige Planungssicherheit gibt, unter der Voraussetzung, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Das wären die wichtigsten Punkte. Wo finden Sie diese ganzen Infos, die ich Ihnen gerade gesagt habe? Modulhandbuch, DigiCampus oder gibt noch die ein oder andere Frage? Bei uns auf der Vivi-Homepage gibt es einen Reiter Studienorganisation zu unserem Master BWL. Da haben wir die Modulhandbücher verlinkt und wir haben auch noch Erklärvideos erstellt. Da können Sie sich auch mal alles sich in Ruhe ansehen. Und vielleicht gibt es noch mal die ein oder andere Info, die ich jetzt vielleicht aktuell vergessen habe. Prüfungen habe ich ja bereits angesprochen, aber noch ein paar Fakten, die ich kurz zusammengefasst habe. Wir haben ein studienbegleitendes Prüfungswesen, das heißt,
Sie haben die Veranstaltung im aktuellen Semester und schreiben dann anschließend Ihre Prüfung. Es gibt keine Blockprüfung mehr, aber ist ja auch ein alter Hut, hat vermutlich jetzt mittlerweile jede Fakultät. Bei uns ist es so, dass nahezu jedes Modul 6 Leistungspunkte gibt, wenn Sie die Prüfung bestanden haben. Es gibt die eine oder andere Veranstaltung. Der Herr Ullmann bietet einige an mit Lehrbeauftragten. Die geben 3 Leistungspunkte. Im Grunde genommen können Sie das zusammen kombinieren, wie Sie möchten. Sollte in Ihrer Modulgruppe ein Überhang sein, sollten Sie zum Beispiel im Major nicht 42 Credits haben, sondern 45, wird für die Notenberechnung werden die besten 42 ausgewählt und der Rest fällt unten durch. Also hier haben Sie auch gar keine Nachteile. Sie können jede Klausur beliebig oft wiederholen, die Sie nicht bestanden haben. Die Begrenzung ist die Studiendauer. Das heißt, Sie können ein Modul, vielleicht die Ökonometrie, im schlimmsten Fall oder im besten Fall 6-mal wiederholen. Da gibt es bei uns keine Begrenzung Ihrer Versuche. Regelstudienzeit 4, in der Zeit können Sie es schaffen, maximal 6. On top gibt es dann auch die Möglichkeit, sich für, zum Beispiel für ein Praktikum oder ein Ausland zu beurlauben. Da kommen Sie dann nochmal, wenn Sie sich beurlauben lassen, 1 bzw. 2 Semester dazu. Weitere Fristen beinhaltet unser Studium nicht. Sie müssen nicht nach einem Semester irgendwas bestanden haben, eine Orientierungsprüfung oder Ähnliches. Sie sind ja schon Profis im Studium, es ist ja Ihr zweites Studium, also da haben Sie auch hier sehr viele Freiheiten bei uns. Ist eine Prüfung bestanden, können Sie diese nicht wiederholen. Die ist dann mit der Note drin in Ihrem Zeugnis, die Sie erworben haben. Kurz angesprochen, eine Best-of-Regelung, das heißt, im Major und Minor gibt es die Möglichkeit, dass Sie mehr Leistungspunkte erwerben. Da werden dann die besten zum Bestehen notwendigen Leistungspunkte herangezogen. Außer in der Modulgruppe fortgeschrittene Methoden, da Sie hier 3 Pflichtveranstaltungen haben. Die Anmeldung für die Prüfungen erfolgt über Studis, unser Online-Prüfungsamt, zum bestimmten Zeitraum. Wir sind gerade in der Planung, ist noch nicht aktuell bekannt, ob es im Dezember ist oder im Januar. Auch bitte hier online die Infos lesen und nicht verpassen. Sie werden auch bestimmt noch per E-Mail informiert vom Prüfungsamt. Gibt es leider im Wintersemester aktuell noch keinen Zeitraum. Wir melden Sie nicht an zu Ihren Prüfungen, das müssen Sie selber machen. Es gibt keine Zwangsanmeldung, also da sind Sie selber gefordert. Bitte beachten Sie, wenn Studis E-Mails verschickt, zum Beispiel zur Prüfungsanmeldung, gehen diese E-Mails an Ihre studentische E-Mail-Adresse. Die sehen Sie hier, die ist Ihr Vorname, Nachname plus und dann kommt Uni-A. Sollten Sie die nicht lesen, leiten Sie sie bitte weiter. Das ist sehr wichtig, dass Sie hier immer die E-Mails erhalten, damit Sie nichts verpassen. Der Prüfungszeitraum ist in der Regel eben 4 Wochen. Im Sommersemester gibt es den ein oder anderen Feiertag. Da ist dann Maria Himmelfahrt drin, da ist das Augsburger Friedensfest. Da gibt es dann eine Verschiebung, da kann es dann auch mal länger sein. Und dementsprechend müssen Sie das berücksichtigen. Fürs Wintersemester sind gerade die Planungen angelaufen und schon sehr intensiv. Wir können noch nicht sagen, wie es laufen wird, aber Sie müssen flexibel bleiben in diesem Semester. Vielleicht können wir es so wie in den anderen Semestern unseren Prüfungsplan halten, aber es kann durchaus auch die ein oder andere Änderung geben. Es gibt eine Anmeldephase in Studis, die ist für Sie mega wichtig, bitte hier alle Alarmglocken läuten, wenn Sie das irgendwo lesen. Es gibt auch eine Anmeldephase in DigiCampus, die ist für uns weniger relevant, die betrifft die anderen Fakultäten. Die brauchen Sie jetzt hier nicht groß berücksichtigen. Habe ich schon erwähnt, unser Prüfungsplan ist ganzjährig online, Sie können da immer draufklicken. Und dann gibt es vom Prüfungsamt auch für jedes Semester einen aktuellen Prüfungsplan, da steht dann drin, das genaue Datum, dass Sie zum Beispiel die Ökonometrie am 15. März um, so weiß ich jetzt die genaue Uhrzeit nicht, vielleicht 10 Uhr schreiben. Das heißt, die müssen sich da jetzt auch nichts ausrechnen. Das wird Ihnen dann zur gegebenen Zeit bereitgestellt.
Surfen Sie auch auf die Webseite vom WIWI-Prüfungsamt. Da gibt es dann unter den FAQs viele wichtige Infos für Fragestellungen, die ich vielleicht jetzt gerade nicht angesprochen habe. Die Prüfungsordnung, das ist etwas, was die meisten Studierenden schon mal gehört haben, aber noch nie gelesen. Verstehe, ist auch total sperrig und wahnsinniges Juristendeutsch. Aber es ist natürlich für Sie wichtig, wenn es irgendwie Probleme gibt, man was nachlesen muss. Die Prüfungsordnung ist rechtsverbindlich. Das heißt, da können Sie sich darauf berufen, wenn irgendwas schiefläuft, wir irgendwas Schräges machen, können Sie sagen, aber in der Prüfungsordnung steht drin, das und das, da gibt es immer eine Vorlesung zu der Entscheidungstheorie und plötzlich gibt es hier nur noch ein Seminar. Da können Sie uns einklagen drauf, aber ich denke, das wird jetzt hoffentlich nicht passieren. Aber trotzdem, für Sie zum Verständnis, in der Prüfungsordnung finden Sie eine, wir nennen das Minimumliste, eine Auflistung von Modulen, die wir immer anbieten. Das heißt, diese Module werden jedes Semester geprüft. Die Vorlesungen finden unterschiedlich oft statt, meistens einmal im Jahr, aber die Prüfung jedes Semester und da können Sie auch damit planen. So sieht der Prüfungsplan aus, der allgemeine. Da steht jetzt dort ein Stand 18.12.2018. Es liegt daran, da haben wir diesen allgemeinen Prüfungsplan erstellt. Also der ist nicht überholt. Und mit dem können Sie mal grundsätzlich planen. Wir haben eine Termineseite, die finden Sie bei uns auf Ihrer Studienorganisationsseite auch. Und sobald wir nähere Infos haben zum Klausurenzeitraum, stellen wir die online und dann können Sie auch planen, wann Ihre Prüfung stattfindet. Wir sind hier in einer sehr dynamischen Welt, es gibt viele Veränderungen. Bleiben Sie online. Was kann ich Ihnen noch sagen, jetzt schon zu den Prüfungen? Wir werden die so wie auch in den vergangenen Semestern die Klausuren in Präsenz anbieten. Es gibt vielleicht die ein oder andere Prüfung, die anders stattfinden wird, aber die meisten Prüfungen werden hier in Augsburg vor Ort stattfinden. Auf das können Sie sich schon mal einstellen. Achtung, wichtig, ja, Prüfungszeitraum und Prüfungsplan sind noch nicht fix. Da müssen wir leider weiterhin flexibel bleiben in diesem Übergangssemester. Nun komme ich zu meinem letzten Punkt, weitere wichtige Informationen zu Ihrem Studium. Wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach Ihnen erläutert und gesagt, die WIWI Homepage, das ist unser zentrales Medium. Sie sind wahrscheinlich auf Facebook und Instagram, aber für uns ist die Homepage das zentrale Informationsmedium. Bitte am besten jeden Tag mal drauf surfen. Kostet Sie nicht viel Zeit, aber Sie verpassen nichts. Und wir müssen Sie nicht mit Infos per E-Mail beschießen und Sie werden da nicht in Ihrem E-Mail-Briefkasten, wird nicht überlaufen, wie die Homepage. Es gibt zum einen die Neuigkeiten, die wir up-to-date halten, wenn es Infos gibt, werden wir die hier platzieren, die sich ändern und dann natürlich werden Sie jetzt, wenn sich jetzt die Termine, wenn die bekannt sind, werden wir Sie informieren über die Neuigkeiten und dann auch langfristig in der Studienorganisationsseite die Termine festlegen. All diejenigen unter Ihnen, die ein Studium oder ein Praktikum im Ausland anstreben, können sich auf den Seiten des CIR informieren. Wir haben hier auf der Homepage einen eigenen Reiter International. Surfen Sie dahin, informieren Sie sich. Die Frau Bartenschlager ist da Ihre Ansprechpartnerin. Wir haben auch das Akademische Auslandsamt. Das steht allen Studierenden der Uni Augsburg zur Verfügung. Da gibt es weitere Programme. Das CIR ist halt nur für unsere WIWI-Studierenden und auf das Lehrangebot von unseren Studenten ausgerichtet. Wenn Sie nach dem Praktikum surfen, haben Sie zum einen die Möglichkeit, sich über den Career Service der Uni Augsburg zu informieren, was es gibt, welche Angebote bekommen wir. Es gibt die Job- und Praktikumsbörse der Fachschaft WIWI. Da werden auch viele Angebote online gestellt. Oder auch auf den Lehrstuhlseiten finden Sie das ein oder andere Praktikum. Wichtig, checken Sie Ihre E-Mail-Adresse, gucken Sie, dass Ihr Postfach
leer ist, damit Sie auch keine E-Mails verpassen. Und gucken Sie vielleicht auch gelegentlich in Ihrem Spam-Ordner, falls sich dahin eine E-Mail verirrt haben sollte, damit Sie nichts verpassen. Sie werden später noch die Vorstellungen unserer Professoren zu den einzelnen Cluster hören. Hier schon mal die wichtigsten Ansprechpartner zu den einzelnen Cluster, also zu den Majors. Für das Cluster Business Analytics and Operations ist es der Herr Kling, der beim Herrn Brunner am Lehrstuhl als Mitarbeiter arbeitet. Für das Cluster Fact ist es die Frau Nachbar, die am Lehrstuhl Ukrin beschäftigt ist. Und für das Cluster Strategy, Marketing und Management ist es der Corbinian Knoll, der beim Herrn Paul promoviert und Ihnen da bei Fragen weiterhilft. Natürlich können Sie sich jederzeit bei Fragen an mich wenden. Ich bin telefonisch erreichbar, ich habe zwar Sprechstunden, aber sollten Sie Fragen haben, können Sie einfach zum Telefonhörer greifen. Ich bin, falls ich Zeit habe und es mir möglich ist, jederzeit für Fragen da, telefonisch. Und möchten Sie ein Zoom-Gespräch mit mir, können wir das gerne machen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir einen Termin vereinbaren. Da finden Sie in DigiCampus meine Sprechstunden-Slots. Für den Studiengang Economics and Public Policy ist die Frau Raab Kratzmeier die Ansprechpartnerin, die Sie hier auch sehen. Dann gibt es noch ein ganz tolles Angebot der zentralen Studienberatung. Sollten Sie bei der Organisation von Arbeit, Studium und privaten Hilfe brauchen oder vielleicht im Bereich Lernen Unterstützung suchen, gibt es hier Workshops der zentralen Studienberatung, es gibt Ansprechpartner. Einfach mal hinsurfen, nehmen Sie die Angebote wahr. Die können Sie ja nur weiterhelfen und im schlimmsten Fall haben Sie einfach eine halbe Stunde Zeit investiert oder eine Stunde. Ein Ausblick, ein hoffentlicher Ausblick in naher Zukunft, im besten Fall schon ab dem Sommersemester. Wir haben eine ganz tolle Absolventenfeier für unsere Studierenden, die ihr Studium abgeschlossen haben. Sie sehen es an den Bildern, das ist ein sehr festlicher Rahmen. Wir haben hier eine Verabschiedung mit unseren Professoren. Es gibt einen Sektempfang und danach haben wir Live-Musik und leckeres Essen. Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns, wenn wir sie wieder feiern dürfen. Wenn Sie bei uns studieren, haben Sie natürlich auch schon mal was vom Fakultätstag gehört, wenn Sie schon bei uns länger studieren. Das ist eine super coole Veranstaltung im Sommer. Ganz locker, es gibt einen Vortrag und danach sitzen wir draußen, Sie sehen es, auf Bierbänken, gibt es eine lockere Grillparty mit Live-Musik. Man kann mit den Professoren in Kontakt treten. Unsere Alumnis kommen zu uns und es ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben es festgelegt, können Sie sich schon in Ihrem Terminkalender festlegen. Es ist immer der erste Freitag im Juli. Hoffentlich ist es nächstes Jahr wieder soweit und wir können Sie begrüßen. Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf ein Studium mit Ihnen und möchten Sie unterstützen, dass Sie hier die Möglichkeiten mitbekommen, die Sie dann später in Ihrem Berufsleben weiterbringen. Gerne stehe ich für Ihre Fragen nun zur Verfügung.